Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Ja, genau. Ich habe gerade hier eben diesen Supertruppler besiegt und ich habe schon wieder neue Sachen gelernt. Macht heben, hebt das Ziel in die Luft, wodurch es hilflos wird. Das ist Crowd Control. Und dann habe ich Machtverlangsamung, was vielleicht auch nicht schlecht ist, macht auch nochmal Schaden. Machtbetäubung, das ist auch irgendwie Crowd Control-y, Anführungsstrichen, weil das ist nur 4 Sekunden. Das sind mir so viel zu viele Sprüche schon wieder. Ich benutze nachher sowieso wieder dieselben. Ich kenne mich. Gut. Also, machen wir weiter. Gucken wir mal, was jetzt hier los ist. Hier ist die Resso. Die Luftschleuse und die Andockvorrichtungen sind zerstört. Wir brauchen Hilfe. So schnell wie möglich. Ich bin unterwegs. Erreiche die Andockvorrichtung. Schon wieder was gelernt. Ihr macht mich doch echt verrückt. Ihr macht mich... So, was waren das jetzt? Geistesschmettern. Zerschmettert den Geist des Ziels. Und das auch, glaube ich. Greift das Ziel mit einem schnellen Machtstoß an, wodurch die Aktivierungszeit des nächsten Geistesschmetterns 12 Sekunden lang an. Okay. Ich finde, das haben sie gut gemacht, weil du wirst ja in den Charakter mit Level 60 reingesteckt. Ja. Und, keine Ahnung. Ich sehe gerade... Ich hab das wirklich professionell gemacht, ne? Ich bin auf der falschen Seite. Ich muss hier unten hin. Denn ihr habt die ganze Zeit die Map nicht gesehen. Schön der. Egal. Läuft bei uns. So. Legen wir mal los. Machen wir weiter hier. Komm, geht's mal ein bisschen auf die Fresse. Auf, zack. Moment, die 5. Na komm, hau doch mal drauf. Die macht nix. Seht ihr das? Tolles Stück. Steht einfach rum mit dem Lichtschwert in der Hand und macht nix. Eieiei. Na gut, dann waren sie aber auch schon tot. Moment, wir heilen uns jetzt nochmal hoch. Ja, lieber... Better safe than sorry. Lieber vorsichtig und nachher... Oh, und schon wieder angegriffen. Ich glaub's ja nicht. So, den haben wir. Ich gucke mir auf jeden Fall, wenn ich hier fertig bin, die Rotation nochmal an. Was ich am besten wirke, in welcher... Oh, noch mehr. Also nach dieser Aufnahmesession. Die wird allerdings noch ein paar Folgen gehen. Also wenn ich hier irgendeinen Scheiße zusammen spiele, ja, sagt es mir ruhig in den Kommentaren. Aber nicht wundern, wenn es dann eine Woche dauert, bis ich da drauf eingehen kann. So... Läuft bei mir. Haben wir das fertig? Ja, haben wir fertig. Moment, jetzt gucken wir mal, wo ist er hin? Dadurch und dann rechts. Dadurch und rechts. So, oh, war das nicht hier, wo mein Schiff angedockt war? Da ist schon wieder so ein Typ hier. Warte mal. Oh, was sagt er mir hier? Macht des Willens. Demonstriert die Macht deines Willens und säubert von allen unentschädlich machen und bewegen. Da habe ich doch gar nichts auf mir, oder? Warum blinkt das dann? Das, der macht aber ordentlich Schaden hier. Nichts, was mich aufhalten würde. okay, gut. Die Dinger müssen wir ausschalten. Okay, wir müssen irgendwie auf unser Schiff, oder? Das Schiff ist frei. Alle Systeme im grünen Bereich. Ich kann nur nicht sagen, wie lange noch. Die Situation hier draußen ist ziemlich übel. Ja, komm, wir... Wenn ihr eine Bresche seht, nutzt sie. Jemand muss es zurück zur Republik schaffen. Eben und euch abhauen. Zurücklassen. Auf keinen Fall. Ich verlasse mich auf euch. Beeilung, Felix. Verdammt. In Ordnung. Aber komm schleunigst nach. Wir verlassen uns auch auf euch. Ich bin ja so tapfer. Der Feind.
Feind ist in das Technikdeck eingedrungen. Sie haben es auf den Primärgenerator abgesehen. Ich mache mich auf den Weg, wir treffen uns dort. So, dann aber jetzt mal zügig. Ja, hab ich noch was gelernt? Nein. Nichts. Nicht noch mehr verwirrendes Zeug. So. Ja, müssen wir runterfahren. Mit dem Aufstuhl ins Technikdeck. Aufs Technikdeck. Der gute Darth Maul. Er hat's drauf. Die Brücke ist im Moment gesichert. Aber ohne Hauptenergie werden wir in wenigen Sekunden zerstört. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ja, so sehe ich das auch. Nice, und er ist bei mir. Und was macht er? Er ist Heiler. Ja, cool, lassen wir. Ich meine, ich könnte auch heilen, aber habe ich eigentlich gar keinen Nerv für gerade. Ja. Dann gehen wir doch mal. Fahren wir mal zur Brücke. Oder so. Muss ich dahin? Ja. Feindliches Feuer hat unsere Schilde durchdrungen. Oh. Rumpfschaden wird überprüft. Und? Nicht optimal, mein Sith Lord. Kümmert euch darum. Das sieht so ein bisschen anders aus als auf der Map. Egal. Müssen wir sowieso da lang. Durch den Sieg. Unsere Ketten. Es dauert so ein bisschen, bis wir bevor aufgewärmt sind, sozusagen. Es gibt hier, also die Sprüche hier, die mir immer angezeigt werden, die sind relativ, haben eine relativ lange Wirkdauer. Also wenn ich die starte, dann dauert das eine ganze Weile, bis die durchgecastet sind, sozusagen. Da sind noch mehr. Ach komm, wir machen sie jetzt alle platt. Weil wir es können. Gibt XP. Reparatureinheiten beim Hilfsreaktor melden. Gibt XP, meine Lieben. Genug. So. Immer schön ranlaufen. Durch den Sieg. Ich merke gerade, ich smashe fast nur noch die 1. Noch mehr von ihm. So viel zu Strategie und ich muss lernen, wie ich die spiele und so. Ja. Da geht's auch lang, aber in Wirklichkeit, ja, wir nehmen doch nicht alle mit. Das dauert zu lang. Oh, hab das gesehen. Alles mitgehen lassen, was nicht nied- und nagelfest ist. Feindliche Einheiten sich der Brücke. Barrikaden werden errichtet. Haltet die Stellung. Bis zum Tod. Besiege die Elite-Sprungtruppe im Technikbereich. Das schwöre ich bei meinem Leben. Und den Typ da unten wahrscheinlich auch, ne? Ach, das ist die Elite-Sprungtruppe. Okay. Guck dir das mal an. Die sind alle so ein bisschen hier zerlaufen. Irgendwie nicht so wunderbar. Naja, egal. Komm, greifen wir mal an. Auf geht's. Gib ihm. Ziel erfasst. Eliminierung steht bevor.
genug. Verteidigungssysteme initialisiert. Ah, das ist das. Davon hatte ich gelesen. Also es gibt diese neuen Attacken und die haben dann diesen Angriffsvektor. Ihr habt das vielleicht auf dem Boden gerade gesehen. Wenn ich das sehe, sollte ich aus dem Area rausgehen, was da angezeigt wird. Wenn es nochmal kommt, zeige ich euch das. Da. Auf dem Boden, seht ihr das? Dieses rote. So, 5. 2. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Das ist halt das, was mich so, wo ich sage, ich meine, ich bin jetzt wirklich nur noch am Button smashen, ja? Hier drauf, da drauf, jenes. Man kann im Grunde nicht mehr so viel falsch machen. Da sind noch mehr von ihnen. Und ihr seht, 100%, also Leben. Obwohl ich eben gegen den Elite gekämpft habe. Oh, da muss ich ran. Da blinkt's blau. Der Energiekern steht kurz vor der Überlastung. Wir können die Schilde aufladen, aber sie werden nicht lange halten. Der Hyperantrieb ist komplett ausgebrannt. Feinde auf der Brücke! Wiederhole! Feinde auf! Es gibt noch eine rudimentäre Notfallsteuerung. Aber die feindlichen Schiffe haben uns umzingelt. Es bleiben nicht viele Optionen. Auf Kollisionskurs. So sieht's aus. Einverstanden. Mit Schmackes. Ja. Alter Verwalter. Was für eine Explosion. Okay, also ich habe es überlebt. Es geht weiter mit dem Let's Play, ist nicht rum. Ihr seid wach. Ich nehme an, dass ihr laufen könnt. Genau, nehmt mir diese Fesseln ab. Nehmt mir diese Fesseln ab und ich zeige euch, wozu ich fähig bin. Ihr befindet euch jetzt im Herzen unseres Imperiums. Ich versichere euch, dass eine Flucht unmöglich ist, selbst wenn ihr an mir vorbeikommen würdet. Kommt mit. Meint ihr, der hat zu viel gepopelt oder warum hat er diese Schutzmaske auf? Also, sieht vielleicht nicht so schön aus drunter. Darth Ma ist auch da. Was für ein Imperium soll das sein? Das ewige Imperium. Sakul. Sag schwul? Ihr wusstet nicht einmal, in wessen Gebiet ihr eindringt? Nö. Was heißt denn? Der war doch, der ist in unser Gebiet eingedrungen, oder? Ach nee, stimmt. Ja, es tut mir leid. Nee, wir suchen jemanden, glaube ich, ne? Das war keine Invasion. Wir sind nirgendwo eingedrungen. Wir haben nach jemandem gesucht. In einem voll bewaffneten Schlachtschiff? Ich sagte nicht, dass wir einen Freund gesucht haben. Ach so, ja, wir suchen ja den Imperator. Ich durch unsere Gefangennahme zu erreichen? Ich habe Fragen. Ihr liefert mir die Antworten.
Wir erzählen euch gar nichts. Genau. Ihr müsst nicht sprechen, um mir die Antworten zu geben, die ich brauche. Okay, dann halte ich's mal. Prinz Arkan, letzte Andock-Sequenz eingeleitet. Wir haben die Aufzeichnungen eures Schiffscomputers sichergestellt. Oder was davon übrig war. Eine faszinierende Lektüre. Ihr Jedi seid ziemlich einflussreich. Kaum zu glauben, dass ihr alleine den Kriegsverlauf so sehr ändern konntet. Beeindruckend. Tja. Soll ich was sagen? Soll ich nichts sagen? Wenn ihr wissen wollt, wie es an dieser Stelle weitergeht, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Cliffhanger. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.